Hallo liebe Freunde der Gesundheitsbewegung. Heute möchte ich euch ein wichtiges Thema nahelegen, und zwar Gerstengrassaft. Ich habe darüber für die Gesundheitsbewegung schon mal ein Video veröffentlicht, in dem ich gezeigt habe, wie man selbst Gerstengras anbaut aus Gerstensamen, die es im Reformhaus gibt. Nach einer Woche, ein bis zwei Wochen, kann man das Gerstengras dann ernten, und es gibt neue Möglichkeiten, dieses Gerstengras dann weiter zu verarbeiten, und zwar mit einer Kräuterpresse. Die möchte ich euch heute zeigen. Außerdem möchte ich euch etwas aus diesem Buch hier vorlesen, ein ganz interessantes Buch, das ich nur empfehlen kann: Gerstengrassaft. Mit Grassaft ist man gegen Krisen gewappnet. Der Wert des Grassaftfaktors in der Ernährung des Menschen ist bei uns in Deutschland noch nicht allgemein anerkannt. Das, was die Wissenschaft schon über den gesundheitlichen Wert der Grassäfte herausgefunden hat, ist jedoch überzeugend genug, sodass wir diese Säfte in unsere Ernährung mit einbeziehen sollten, um unsere geistige und körperliche Gesundheit zu fördern. Kulwinskas sagt, diejenigen, die in dieser kritischen Zeit Grassaft trinken, sind besser gewappnet, ökologische Krisen zu überstehen. Handelt es sich nicht schon um eine ökologische Krise, wenn aufgrund der Auslaugung unserer Böden und des Einsatzes von Kunstdünger und Spritzmitteln in unserem Obst und Gemüse längst nicht mehr die Nährstoffdichte von Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen, beispielsweise Selen und Magnesium, aufzufinden sind? Wie noch vor 50 Jahren? Und an die wir offenbar genetisch angepasst sind. Schon die wissenschaftlichen Veröffentlichungen über Gerstengräser in den USA der 50er Jahre berichten davon, dass sie alle Nährstoffe enthalten, die der menschliche Körper benötigt, mit Ausnahme von Vitamin D, das in der Haut hergestellt wird, also jetzt im Zusammenspiel mit der Sonne. Diese Kombination von Nährstoffen machen Weizen und Gerstengras zu einem einzigartig potenten Lebensmittel. Gerstengras stellt ein biologisch angebautes grünes Gemüse von bester Qualität dar. Mit Grassaft ist man gegen Krisen gewappnet. Der Wert des Grassaftfaktors in der Ernährung des Menschen. Wie man selbst Gerstengras anbaut aus Gerstensamen, die es im Reformhaus gibt. Nach einer Woche, ein bis zwei Wochen, kann man das Gerstengras dann ernten, und es gibt neue Möglichkeiten, dieses Gerstengras dann weiter zu verarbeiten, und zwar mit einer Kräuterpresse.
Die möchte ich euch heute zeigen. Außerdem möchte ich euch etwas aus diesem Buch hier vorlesen. Ein ganz interessantes Buch, das ich nur empfehlen kann. Gerstengrassaft. Hallo liebe Freunde der Gesundheitsbewegung. Heute möchte ich euch ein wichtiges Thema nahelegen, und zwar Gerstengrassaft. Ich habe darüber für die Gesundheitsbewegung schon mal ein Video veröffentlicht, in dem ich gezeigt habe, ist bei uns in Deutschland noch nicht allgemein anerkannt. Das, was die Wissenschaft schon über den gesundheitlichen Wert der Grassäfte herausgefunden hat, ist jedoch überzeugend genug, sodass wir diese Säfte in unsere Ernährung mit einbeziehen sollten, um unsere geistige und körperliche Gesundheit zu fördern. Kulwinskas sagt, diejenigen, die in dieser kritischen Zeit Grassaft trinken, sind besser gewappnet, ökologische Krisen zu überstehen. Handelt es sich nicht schon um eine ökologische Krise, wenn aufgrund der Ausbeutung